Heute machen wir ganz was Tolles, ihr Lieben. Ein Speckchutney. Dieses Speckchutney passt wunderbar zu gegrillten, passt zum Händel genauso wie zum Schweinslungenbraten, auch zum Rindersteak. Ganz, ganz tolle Sache, auf einem Burger drauf. Wir machen das absichtlich ohne Zwiebel, damit wir da wirklich nur uns auf die fruchtige Note konzentrieren. Und das Raue, das man beim Grillen oder oft in Soßen und Chutneys gern hat, das bringt uns der Speck. Ich nehme mir da immer den, weil der ist schon vorgeschnitten. Da brauche ich nichts mehr würfeln. Das ist sehr, sehr praktisch. Gibt es im Supermarkt, könnt ihr den kaufen. Ganz eine praktische Sache. Dann haben wir hier die Gewürze. Bei den Gewürzen haben wir schwarzen Pfeffer, Nelken, Koriander. Das wird hier in der Pfanne angeröstet und dann wird es gemörsert. Ja, das kommt dann da in den Mörser rein, dann wird es gemörsert. Wir geben noch rein ein bisschen Chili, werden wir dann brauchen. Ich gebe auch rein ein bisschen Ingwerpulver nachher. Lorbeerblätter, da haben wir einen Braunzucker. Ich werde auch einen frischen Ingwer reingeben. Da haben wir, ihr kennt sie schon, meine Messer, die sind super scharf. Die könnt ihr, schau ja, wie feine Scheiben das schneiden würden, aber heute brauchen wir. Schau dir das an. Was sagst du? Mhm. Ohne Anstrengung, diese Messer, die sind wirklich super. Also, die werden wir auch, die könnt ihr übrigens auf meiner Homepage bestellen, diese Messer. Nicht vergessen. Die Birnen. Schaut gleich rein, www.gerikocht.com, kauft euch diese Messer. Also, das werden wir würfeln, so in circa Zentimeter Würfel, Zentimeter mal Zentimeter. Ihr könnt es noch belieben schneiden, ganz wie ihr das wollt. Ihr habt schon gesehen, wir haben hier Birnen. Ich nehme dazu Marillen. Da haben wir Feigen. Die einen sind aus der Türkei, die anderen sind aus Griechenland. Sehr schöne Ware haben wir da heute bekommen. Ich werde den Speck, der wird ganz langsam ausgelassen. Ja? Der kommt jetzt in die Pfanne. Auf kleiner Hitze lasse ich den, das kann ruhig eine Stunde, eineinhalb darf das dauern. Und ich habe im Internet sehr viele Rezepte gesehen, wo Speckmarmelade, Chutneys und dergleichen gesamte Kochzeit von 30 Minuten dort steht. Das wird weder ein Chutney und schon gar keine Speckmarmelade. Das ist ein Schmoren, was euch die Leute da zeigen. Das muss ganz langsam, muss das zu einer Komposition werden und das muss man schmoren. Schmoren könnt ihr dieses, alles was ich euch heute zeige, entweder am Ofen im Topf könnt ihr es machen, im Schmortopf könnt ihr es machen. Ich habe heute bei mir im Steamify, gebe das rein, 130 Grad Feuchtigkeit hoch und da schmoren wir am besten. Also, ich werde dann den Speck auslassen, dann leere ich das Fett ab, aber ihr wisst es, wir werfen nichts weg. Dieses Fett kommt bei mir immer in ein Glas und bei der nächsten Grillage streiche ich das Fleisch mit diesem Fett ein. Dann habt ihr da einen Effekt drauf, den ihr nie wieder missen mögt, wenn ihr das einmal kennt. Die Früchte schneide ich in die Würfel, von den Mandarinen werde ich mir ein paar helfen, einfrieren für Mandarinen. Für Marillen. Marillen, ja Schatz, danke schön. Von den Marillen werde ich mir ein paar einfrieren für Marilleneis, das ich im Thermomix mache. Der Rest wird auch gewürfelt, das seht ihr dann gleich. Wenn das alles gewürfelt ist, dann kommt noch drauf Tomatenmark, kommt noch drauf. Die Gewürze kommen dann drauf. Der Speck, wenn der abgeleert ist, wenn ich das Fett heraus habe, dann röste ich den Speck nochmal kurz durch und lasse ein bisschen an Rohrzucker da drinnen mit anrösten, karamellisieren nennt man das ganz richtig. Und einen Teil vom Rohrzucker gebe ich auch von Haus aus gleich drauf auf die geschnittenen Früchte. Tomatisieren tue ich es auch gleich und dann stelle ich die rein, während der Speck schön ausgelassen wird am Herd. Lasse ich die Früchte schon zusammenschmoren im Herd, im Ofen drinnen und ihr könnt das natürlich auch am Herd machen. Wenn das gemörsert ist, dann geben wir das auch zu den Früchten dazu, damit es sich gleich schön verbindet. Und wenn ich jetzt das geröstet habe und geschnitten habe, sehen wir einander gleich wieder. Und jetzt schaut's her,
Da haben wir jetzt die Gewürze, schau her, die fangen zum Springen an. Und das zeigt uns, erstens mal fangen sie zum Dampfen an, das fängt jetzt alles zum Springen an. Das zeigt uns, dass die jetzt aktiv sind wieder. Ganz trocken die Pfanne verwenden. Und das wird jetzt gemörsert. Schaut her, das lässt sich dann ganz leicht drücken natürlich. So. Und so kommt es rein. Und jetzt habe ich vorhin eine wichtige Zutat vergessen. Das ist der Portwein. Schaut her. Seht ihr das? Schaut sich mal das. Warte mal, ich tue das jetzt. Bis da herum war der voll und da den habe ich so weit einreduzieren lassen. Das ist ein Rubiport, roter Portwein. Der kommt dann auch dazu, der macht einen ganz einen feinen, intensiven Geschmack, wird die Früchte und die Gewürze unterstreichen. Und sobald wir in den Ofen reingehen, sehen wir einander gleich wieder. So, jetzt haben wir alles geschnitten. Jetzt geben wir da noch die Gewürze rein. Von der Menge her habt ihr sie ungefähr gesehen. Ihr wisst ganz genau bei meinen Rezepten, ich bin nie sehr genau mit der Mengenangabe, weil jeder will es ein bisschen anders. Ich habe da etwas Chili drüber gerieben. Ich habe vorhin ca. 900 Gramm Speck gehabt. Da braucht es ein bisschen was aus, da bleiben 750 Gramm wahrscheinlich über am Ende. Und habe ca. 2 Kilo Früchte gehabt. Die habe ich jetzt so geschnitten. Da habe ich noch drinnen, ihr seht jetzt die Lorbeerblätter, habe etwas vom Braunzucker schon, Rohrzucker schon hineingegeben. So, und jetzt, der Portwein ist schon drinnen, die Portweinreduktion. Die habe ich natürlich kosten müssen. Unglaublich. Anstelle der Portweinreduktion, der Portwein passt halt wunderbar zur Feige. Ja? Ihr könnt dieses Chutney dann auch zum Käse essen. Anstelle des Portweins oder des Alkohols könnt ihr einen Fruchtsaft nehmen natürlich. Brombeersaft, Beerensäfte generell, ja, oder irgendein Fruchtsaft, damit ein bisschen eine Grundsubstanz da ist. Schaut, was sagst du? Sehr schön. Der Speck ist noch nicht drin. Nein, der Speck, der wird jetzt noch in der Pfanne, den habe ich auf 3 geschaltet. Und jetzt geht es ab in den Ofen, schaut's her. Rein in den Dampf. Viele werden schreiben, warum ich das zweite Gitter drinnen habe, weil ich vergessen habe, es rauszunehmen. Aber ich werde es dann rausnehmen. So, das gebe ich da jetzt einmal rein und nach 45 Minuten schaue ich an, was da drinnen passiert ist. Ich habe, damit ich das auch noch sage, weil ich ihn gerade spüre, den Ingwer, den wasche ich und tue den ganz fein hacken, ganz so fein, wie man einen Knoblauch hackt und gebe ihn dann drüber. Den frischen und ich habe zum Unterstreichen noch einen Esslöffel, circa einen ganzen Esslöffel Ingwerpulver auch reingegeben. Also, wenn wir soweit sind, dass der Speck dazukommt, sehen wir einander wieder. So, die ersten 45 Minuten sind vorbei, Vorsicht. Schatz, wir richten das. Schatz, hier. Schaut euch das an. Das ist wirklich der Hammer, oder? So. Das kann man aber ohne weiteres nur. Das heißt, kann man, das werden wir auch so. Müssen wir mal schauen, wie das so soll. Herrlich. Früchte. So, da habe ich wie gesagt in den letzten 10-15 Minuten habe ich da noch Rohrzucker dazugegeben. Der hat dann mit dem Speck noch karamellisiert. Dann muss ich dazu sagen, es hat sich fast nichts ausgebraten. Da war fast kein Fett drinnen. Also beste Speckqualität. So, schaut's her. Jetzt rühren wir das noch ein. Damit der Speck überall hinkommt hier. Und der gibt jetzt noch richtig Geschmack an die Früchte ab.
Man kann das dann natürlich hinterher noch abschmecken. Ich werde das heute nicht abschmecken. Man könnte auch ein bisschen Balsamico-Essig nehmen, einen alten. Ich werde das nicht abschmecken, weil, ihr wisst es schon, wieder 45 Minuten, dann schauen wir das an, weil bei mir kommt es immer ins Glas. Ja? Bei mir wird eingereckst. Schauen wir den Chef an. Der Herr Chef kümmert sich nicht um meine Rezepte, das interessiert ihn nicht. So, also, ihr wisst es schon, bei mir kommt das ins Glas, deshalb mache ich auch immer gleich eine größere Menge. Hat den Vorteil, das wird eingereckst bei 130 Grad, Feuchtigkeit hoch, bis es im Glas blubbert. Das fühle ich genau bis zu diesem Rand hier an und dann habe ich immer, genau bis hierher, dann haben wir oben genug Platz, und dann habe ich immer Reserven, ja, dann mache ich die ganzen Gläser voll und kann die ungekühlt überall hinstellen. Die kann ich, wenn ich eine kleine Wohnung habe und eh nirgendwo Platz habe, unter das Bett stellen zum Beispiel. Ja, da ist Platz am Fernseher drauf, überall könnt ihr das hinstellen, heute sind die Fernseher schmäler, aber ihr könnt es überall hinstellen. Ich stelle die bei mir in den Keller, der hat das ganze Jahr 2-3 Grad auf oder ab, immer die gleiche Temperatur. Ganz eine tolle Sache, einrechsen im Rexglas. Auf meinem Kanal seht ihr viele Einrex-Rezepte. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt ihr mir die. In 45 Minuten zeige ich euch, was aus diesem Chutney geworden ist. So, ihr Lieben, schaut, füllen wir mal da durch das, damit die Leute das sehen, da rein, damit die Leute das sehen, wie das schön blubbert. Ja? Das ist genau so gehört das. Das ist jetzt richtig eingekocht. Vorsicht, jetzt kommt der Dampf. So, und jetzt schon her. Geh ruhig weiter zu. Da schaut's her. Das ist jetzt, das ist schon eine Creme jetzt. Jetzt kommen wir zum Chutney. Das macht man nicht in 30 Minuten. Das waren jetzt dort 45, eineinhalb Stunden. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt dazu. Alter, das ist ja geiles Zeug. So, ich mache jetzt dazu und lasse das über Nacht, ich schalte den Ofen aus und lasse es über Nacht hier im Ofen drinnen auskühlen. Morgen mache ich das nochmal auf 130 Grad. Dann wird es abgefüllt in die Rexgläser. Ein bisschen was bleibt über. Und dann haben wir wieder, weiß ich nicht, so circa 6 bis 8 Gläser auf Reserve. Und schön dabei bei den Grillagen. Das schmeckt hervorragend zu einem schönen Käseteller. Das passt überall dazu. Das passt auch zu Fisch. Zum Beispiel am Pulpo mit diesem Speckchutney. Das müsst ihr mal probieren. Ihr Lieben, Gary kocht. Das Beste ganz einfach. Kocht es noch. Lasst es euch schmecken.